Keine Ruhe für das gebeutelte Syrien. Laut dortigen Staatsmedien will die syrische Luftabwehr Raketen über der Stadt Homs abgeschossen haben. Diese seien in den Luftraum über Homs eingedrungen. Das syrische Staatsfernsehen wertete den Vorfall als Aggression. Wer die abgefangenen Raketen auf den Weg geschickt hat, ist zur Stunde unklar, auch wenn das syrische Fernsehen den Absender zu kennen meint, wie Sandra Saatmann berichtet. Der Beitrag liegt im Moment nicht vor und wir machen weiter, wenn ich das richtig sehe. Regie, ich frage nochmal nach, womit machen wir weiter? Da schauen wir in die Niederlande, kommen damit zum Fußball. Der PSV Eindhoven ist zum 24. Mal niederländischer Fußballmeister geworden. Das Team von Trainer Philipp Cocu sicherte sich den Titel am viertletzten Spieltag durch einen 3:0-Sieg gegen den Tabellenzweiten Ajax Amsterdam. Die Spieler und tausende Fans des Clubs feierten die Meisterschaft ziemlich ausgelassen, wie man sehen kann, auf der Fanmeile, soweit das Auge reicht. Die Clubfarbe rot. Der frisch geborene Urenkel der Queen heißt, das ist noch nicht bekannt. Und blicken wir jetzt auf Nachrichten vom Sport. Ein Tag bevor die Bayern, Entschuldigung, jetzt muss ich das hier kurz aus dem Rechner ablesen, also einen Tag bevor die Bayern versuchen, gegen Real Madrid die Voraussetzung für den Finaleinzug in der Champions League zu legen, ist morgen schon der FC Liverpool gefragt mit seinem deutschen Trainer Jürgen Klopp. Und was der dazu zu sagen hat, das hören wir jetzt. Für Rom ist das Halbfinale eine große Sache. Und wie viele Opfer wird es noch geben? 50 Tote hat man bereits gefunden, 150 Menschen sind verletzt. Die aktuelle Lage dort beschäftigt uns heute natürlich sehr intensiv. Auch Carsten Hedler gleich, der Sie durch die nächste Stunde begleitet. Also was war das denn jetzt, ey?